willkommen zu meinem neuen Video. Hier ist wieder euer Mr. Verbot und natürlich mit den geilsten, krassesten News wieder. Ja, und heute im Video will ich mit euch unter anderem über aktuelle Aussage von Sarah Wagenknecht sprechen. Die linken Politikerin sorgte mit ihren Äußerungen für heftig Wirbel, da ihr sprichwörtlich der Kragen platzte. So attackierte Wagenknecht die Grünen verbal heftig und warf ihnen beispielsweise vor Millionen Menschen in die Armut zu treiben. Ja, wenn ihr erfahren wollt, wie es weitergeht, bleibt einfach dran. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht spaltet erneut mit ihrer Aussage die Gemüter und kritisiert sie in einem ihrer neuesten Videos die Grünen scharf. So sagte sie im Detail folgenden Zitat: Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, gehumste, verlogenste, inkompetenzte und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Ist ein Ende. Aus den eigenen Reihen folgte prompt Reaktion auf diese Aussage. Fraktionschef Dietmar Bartsch twitterte bald, dass nicht die Grünen, sondern die AfD die gefährlichste Partei sei. Und auch der parlamentarische Geschäftsführer der linken Bundestagsfraktion Jan Korte kritisierte Wagenknechts Aussagen und gab zu bedenken, dass die Politikerin eine Gefahr vor rechts verharmlose. Zu den Vorwürfen äußerte sich Wagenknecht wie folgt. Die FAZ hat zum Beispiel folgendes gesagt, Zitat: Am Abend legte Wagenknecht nach dem Spiegel, sagte Wagenknecht, die AfD ist eine rechte Partei, die Nazis in ihren Reihen duldet und deren Erstarken mit größter Sorge sehe. Aber anders als die Grünen hat die AfD aktuell weder die Macht, unsere Industrie zu zerstören und Millionen Menschen arm zu machen, noch die uns in einen großen Krieg hineinzuziehen. All diese Gefahren aber seien reale Folgen der Politik der Grünen, die übrigens auch ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die AfD immer stärker wird, so Wagenknecht. Insofern sei die Kritik für mich nicht nachvollziehbar. Zitat Ende. Ja, erst vor wenigen Wochen hatte Sarah Wagenknecht mit einer Rede im Bundestag über die Maßnahmen und das Vorgehen zum Ukraine-Krieg massive Kritik geerntet. Doch während sie bei den eigenen Genossen Ungnade fiel, sympathisierten laut Medienberichte mehr und mehr AfD-Anhänger mit den Aussagen der linken Politikerin. Dabei wirft man in politischen Reihen Sarah Wagenknecht vor, egal ob Klima, Corona oder Krieg, die Politikerin würde immer wieder mit ihrem Kurs dem ihrer Partei widersprechen. In Folge erreichen die Internetstreitereien bei den Linken einen neuen Höhepunkt. Und während die Linken in den vergangenen Wahlen ihre regelmäßigen Niederlagen einstreichten, steht Sarah Wagenknecht bei Umfragen weit vorne. Daher werden auch Stimmen zur Abspaltung Wagenknechts vor den Linken aktuell lauter und lauter. Zugleich macht Sarah Wagenknecht dafür verantwortlich, dass sie mit ihrem Vorgehen und ihrer umstrittenen Bundestagsrede schuld daran ist, dass die Linke derzeit hunderte Mitglieder verloren hat, denn laut einem Sprecher habe die Partei zwischen dem 8. September und 10. September mindestens 8000 neue Mitglieder verloren. Und eine solche hohe Zahl der Austritte habe es laut der Pressestelle der Partei bisher noch nie gegeben. Und gesamt erste Halbjahr haben fast 3600 Mitglieder die Partei verlassen. Darunter waren unter anderem Personen, die austraten, wegzogen, verstarben oder wegen Beitragsrückstände ihre Mitgliedschaft verloren haben. Ja, Wagenknecht hingegen gab gegenüber Bild wie bekannt, dass sie darüber nachdenke, eigene Partei zu gründen. Ich wünsche mir, dass sich in Deutschland eine Partei entsteht, die die Politik der Regierung verändern. Haben so die linken Politikerinnen. Die Welt berichtet zum Beispiel folgenden Zitat: Sie wollen eine Veränderung der Politik mitwirken, sagte die frühere Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Und unser Land verändert sich zurzeit sehr, sehr stark. Wenn man die Ampel nicht stoppt, habe ich große Sorgen, in welchem Verhältnis wir in ein, zwei Jahren aufwachen werden. Zugleich kritisiert sie die Politik der Ampel. Koalition, die ihrer Meinung nach katastrophal sei. Hunderttausende Arbeitsplätze seien in Gefahr, weil die Ampel eine völlig unsinnige Politik mache und Deutschland billige Rohstoffe nimmt. Und ohne Alternativen zu haben, immerhin sei die Industrie das Rückgrat des Wohlstandes. Wenn das kaputt geht, dann bricht hier alles weg. Und deswegen muss es mehr Druck geben auf diese Regierung, dass sie so nicht weitermachen darf, sagte Sarah Wagenknecht. Spruch erhofft sich Wagenknecht nicht nur von Anhängern der Linkspartei und der AfD, sondern auch von vielen Bürgern, die aufgrund der Ereignisse die vergangenen Jahre und Monate gar nicht mehr wissen, welche Partei sie überhaupt noch wählen sollen. Eine Umfrage von Ende August zeigt, wie unzufrieden die Deutschen inzwischen mit der Arbeit der Ampel und der Arbeit von der Bundeskanzler Olaf Scholz sind.
Insgesamt 62% der Befragten gaben an, mit der Arbeit von Bundeskanzler Scholz unzufrieden zu sein. 65% sagten, dass über die Arbeit der gesamten Ampelkoalition keine Regierung habe bisher jemals so schlecht abgeschnitten. Und Focus hat zum Beispiel Folgendes gesagt und gefasst. Nur 25% bewerteten Scholz positiv. Auch die Werte für die Ampelkoalition sind auf einem Tiefpunkt. Und 65% sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Und nur 27% sind zufrieden. Ja, und anfangs im März waren noch 46% der Menschen in Deutschland mit Scholz' Arbeit zufrieden. Nur 39% unzufrieden. Zitat Ende. Ja, damit wird immer klarer, dass die Deutschen aktuell mit der Bundesregierung äußerst unzufrieden sind und das Ansehen der Ampelführung deutlich zurückgeht. Auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA von September bestätigte, dass sich 30% der Wahlberechtigten tatsächlich vorstellen könnten, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Darüber hinaus würden 60% der derzeit Linkspartei-Wähler und auch 90% der AfD-Wähler es gut finden, wenn eine solche Partei zur nächsten Bundestagswahl antreten würde. Ob Sarah Wagenknecht am Ende diesen Schritt wirklich geht, wird sich noch zeigen. Schließlich ist es nicht so einfach, eine Partei zu gründen. Währenddessen sagte das baden-württembergische Vorstandsmitglied Luigi Partisano dem Spiegel gegenüber, dass nicht Wagenknecht, sondern ihre Kontrahenten die Fraktion verlassen sollten. Die Parteiführung dürfte nicht dabei zusehen, wie die Politik ihre Ämter ausnutzen und eine Konkurrenzpartei aufbauen. Naja, was denkt ihr, Leute? Wie wird's gehen? Wird die Wagenknecht ihre eigene Partei gründen und werden viele AfD-Anhänger, Link-Anhänger zu ihr rübergehen? Schreibt einfach was in die Kommentare, eure Meinung. Ansonsten bleibt gesund, Leute. Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren und ja, vergiss die Glocke nicht zu aktivieren. Und ja, bleibt einfach dran. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Leute. Bleibt gesund. Bye, bye.